So, hör mal. Plutonium habe ich noch ein bisschen mehr. Dann geht's ja noch. Und noch so viele Rohstoffe hier noch. Schiff? Schiff? Da ist Schiff. Okay, dann fliegen wir mal dahin und gucken mal, was uns da erwartet. Vielleicht auch mal ohne große Umwege. Zack. Soll wie lange dauern? 51 Sekunden. Das geht. Ich vermute mal, das ist hinterm Berg, oder? Ja, irgendwo hier so. Irgendwo da so. Ziemlich genau da. Ein abgeschütztes Schiff. Ey, das ist mal was ganz... Das ist mal was anderes. Gucken, ob da noch wer lebt. Aber das ist ein altes Notrufsignal, ne? Ich bin wieder mitten im Felsen gelandet. Kann ich... Alter, jetzt sag mir... Ist hier erreicht? Boah, kann ich den reparieren? Trümmer. Plutonium. Plutonium. Ja, Gragra. Gragra am Arsch. Was hab ich. Was war das? Er hier? Trümmer. Wie kein Notrufsignal. Was haben wir denn jetzt? Das Cockpit wurde auf jeder freien Fläche mit den Trophäen toter Kreaturen verziert. Am Steuer sitzt ein Jäger mit Gesichtsmalen. Sein Körper und sein Gesicht sind aufgeschlitzt. Der feuchte Geruch von Blut strömt mir in die Nase, als ich gegen den Brechreiz ankämpfe. Die Blackbox zeigt, dass der Pilot während des Fluges von etwas angegriffen wurde, wobei unklar ist, wovon. Ich könnte das Warnsignal aus dem Cockpit verstärken, wäre dann aber bei einem Angriff verwundbar. Okay. Schiff nach Lebenszeichen durchsuchen. Schiffstechnologie-Bauplan. Yay! Blutbad angerichtet hat, ist glücklicherweise lange vor Ort. Ablenkungssteigerung. Sigma. Wow. Hat sich mal so gar nicht gelohnt. Okay. So, und... Inventar ist voll. Dann muss ich, glaube ich, gleich niesen. Moment. Alter Vater. Scheiß Arbeitsallergie. Hier, mache ich hier mal einen Slot frei. Kann ich nämlich das hier noch mitnehmen? Ein Schildsplitter. Das ist ja toll. Kann ich damit dann auch... Kann ich hiermit, glaube ich, nicht, ne? Nö. Alles andere ist noch gut. So, ich kann jetzt mit dem Schiff hier interagieren. Habe ich eigentlich schon gespeichert? Kann ich überhaupt speichern? Das Licht? Nö. Mal gucken. Vielleicht hat es das ja ein paar mehr Slots hier. Hat 17 Plätze. Wir vergleichen mal. Wir haben 16, also hat schon mal einen Platz mehr. Das ist schon mal gut. Hier ist aber alles im Arsch. Ist ja alles im Arsch, Alter. Pulsantrieb. Muss ich reparieren. Kann ich auch nicht übertragen, ne? Hier nur meine Elemente. Hat aber einen Slot mehr. Ich muss aber alles reparieren, wie es scheint. So, was ist denn hier alles so drin? Fortgeschrittene Kühlung. Phasenkühlmittel. Ja, hier sind viele Sachen drin. Phasenstrahler, Photonkanone. Impulsantrieb, Hyperantrieb. Ist halt alles kaputt, ne? Das ist ein bisschen doof. Den könnte ich reparieren. Die Startschubdüse brauche ich Karibplatte. Muss ich Eisen draus machen. Wie viele Slots sind denn überhaupt frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. Also Photonkanone, Phasenstrahler ist drin, Impulsantrieb, Hyperantrieb und Startschubdüsen. Und noch ein paar Waffen-Upgrades, die ich als nicht notwendig erachte im Moment. Außerdem plus 2 da und Phasenkümmel Tau und Sigma. Also davon würde ich Sigma wegmachen. Fortgeschrittene Kühlung, was heißt das? Abklingzeit der Photonenkanone werden erheblich reduziert. Des Phasenstrahlers. Beschleunigtes Feuern, Feuerrate. Okay. Den kann ich... Boah, der kostet mich Alu. Wichtig ist eigentlich, dass ich... Den kann ich reparieren. Den Impulsantrieb kann ich, glaube ich, auch reparieren. Die Photonenkanone könnte ich reparieren. Aber den Hyperantrieb nicht. Dafür brauche ich einen dynamischen Resonator. Das ist schlecht. Weil ich habe jetzt schon ein Schiff mit Hyperantrieb. Den kann ich, glaube ich, auch reparieren. Kann ich denn so ein Resonanzding herbestellen? Also ganz blöd gefragt. Was hauen wir denn jetzt mal weg? Hier, ich glaube, ich hau mal das Tamium noch hier auf den Kopf. Halt! Ich hau das hier auf den Kopf. Und... Kann ich das hier eigentlich noch rüberschmettern? Energiespeicher. Ich kann so ein Ding gar nicht herstellen. Ich hätte so ein Ding mal kaufen können, glaube ich, ne? Also ich könnte quasi... Kann ich hier auch so schon reparieren? Nee, leider nicht. Ich hätte ja alles dabei. Ich kann das nur reparieren, wenn ich das Schiff übernehme. Aber für einen Inventarplatz mehr... Boah, weiß ich nicht. Ist ein bisschen hart viel Aufwand. Vor allem der ganze Scheiß ist auch noch leer hier. Mein Schiff ist quasi voll getankt und voll gepackt mit lauter Scheiß. Und halt, ich habe einen intakten Hyperantrieb. Dynamischen Resonator kann ich halt nicht herstellen. Glaube ich. Außer den kann ich im Raumschiff herstellen. Ich schmeiß mal das hier wieder nach drüben. Einen dynamischen Resonator. Nee, habe ich gar nicht. Ach, guck mal hier. Den Photonix bietet verbesserte Manövrierfähigkeit. Den kann ich herstellen. Und ist aber auch wieder ein Slot weg. Haben wir hier Ablenkungssteigerung. Ablenkungssteigerung. Ablenkungssteigerung Tau. Macht plus 1. Und Theta macht auch plus 1. Ist das richtig? Begleiteinheit. Begleiteinheit. Energieschild. Schutz vor Laserfeuer. Projektilen. Zusammenstöße mit Weltraumschrott. Okay. Braucht verschiedene Materialien, ist aber sonst gleich. Photonkanone. Beschleunigtes Feuern. Oh, ja, für einen Platz mehr ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu viel Aufwand. Vor allem, weil ich jetzt gar nicht alles mitbekomme an Material, was ich so brauche. Um das Ding zu reparieren. Und ich kann halt... Ich habe einen funktionierenden Warp-Antrieb hier bei mir. Beziehungsweise einen funktionierenden Hyperantrieb. Ich habe zwar keine Warpzelle, weil ich noch keine dunkle Materie herstellen kann, aber immerhin. Haben wir noch irgendwas, was ich übertragen kann, wenn ich gerade mal hier bin? Nö, ne? Also ich würde gerne...
Ich verzichte darauf, das Schiff zu reparieren. Weil, wie gesagt, ich habe einen funktionierenden Hyperantrieb. Und ich kann den hier noch nicht reparieren. Ich kann mir das ja markieren. Finde ich sowieso nie wieder. Mich zwar schon gefreut hier, boah geil, neues Schiff und so, aber... Nö, nö. Dann doch nicht. Hat zwar einen Inventarplatz mehr, ist zwar schön, war mal was anderes, aber ganz ehrlich, wenn der Hyperantrieb jetzt nicht beschädigt gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay. Aber so funktioniert das leider nicht. Das haut nicht hin. So ein kleines Lager. Ja, mit dem beschädigten Hyperantrieb, das geht leider nicht. Ich kann den im Moment nicht reparieren und... Hallo? Hält mich... Hallo? Was hält mich hier fest? Flieg doch mal weiter, Junge. Was ist denn los mit dir? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Was ist hier denn los? Hier ist wieder eine Fabrik, oder? Sieht fabrikig aus. Ich glaube, die mache ich dann mal auf. Ich habe mal wieder keinen Platz im Inventory. Auf der Burg. Nichts gefunden. Natürlich. Hier ist noch ein Slot frei. Was schmeiße ich denn jetzt mal rüber? Habe ich hier drüben noch Platz für Eisen? Ja, Eisen geht. Titan habe ich auch so viel. Eisen geht schon mal. Und irgendwas Grünes. Platin ist voll. Iridium habe ich nicht. Hier nehme ich auch Kupfer, weil Kupfer so selten ist. Und ein Energiekanister. Ach, es ist ja... Du ahnst es nicht. Hier ist bestimmt verschlossen, oder? Ja. Die eiern noch zwei von diesen Kackvögeln rum. Stahl verstärkt. Könnte ich jetzt kaputt schlagen. Aber brauche ich nicht, da wir eh keinen Platz im Inventar haben. Spare ich mir das einfach mal. Ich kann nicht aufhören, aufzunehmen. Das ist ein bisschen lästig gerade. Entdeckt haben wir das Ding. Ich war ja mal weiter. Hä? 28? War der komisch aufgeladen oder woran lag das jetzt? Das ist auch noch eine Fabrik. Da war ich aber auch schon. Die habe ich ja noch nicht auseinandergenommen, weil die noch grün ist und nicht grau. Das sieht sehr gut aus. Ah, hier finden wir auch wieder ein bisschen Technologie. So, dann renne ich mal eben hin. Dann sammeln wir das alles ein. Ja, bereits bekannt. Dankeschön. Ach ja. Strahlenfokus. Plus 2. Schnelle Bergbaustrahlprozesse bei ressourcenreichen Materialien. Habe ich das nicht schon? Wie hieß das Ding? Strahlenfokus 2. Ah. Guck mal, ich habe Strahlenfokus 1. Und da ich nur Strahlenfokus 2 im Moment herstellen kann, baue ich mir das mal. Und schon sind wir wieder ein bisschen besser. Auch wenn es sich nicht lohnt, gucke ich hier trotzdem auch mal rein.
kann ja nie wissen, aber hier ist wieder nur Aufladung. Und hier kann ich nichts machen, ne? Nö.